Wie fängt der Christian Martin mal? Der macht immer sehr prominent, ne? Er hat hier eine 20-Punkte-Liste, ne? So viel, ja, du kannst mit reinspicken, wenn du willst. So, ready? Ja. Der erste Messetag ist vorbei. Endlich ging die Spiel los. Wir sind total heiß gewesen und sind es immer noch. Wir erzählen euch ein bisschen, was wir so erlebt haben, was wir schon anspielen konnten und welche skurrilen Dinge so passiert sind. Legen wir los, oder? Ab geht's. Auf geht's. Wie voll es war, dazu kommen wir gleich, denn bei mir war es so, bei den ersten Spieleeindrücken war es so, dass ich erstmal an einem Spielertisch saß direkt heute Morgen und dann so vertieft in mein Spiel war, die ersten Spieleindrücke, wie gesagt, kommen wir gleich zu, und dann so nach anderthalb Stunden hochgeguckt habe und plötzlich war es halt um mich rum komplett voll und es war ja schon abzusehen, dass ein ausverkaufter Tag und noch ein Tag, auf den Feiertag dann fällt, voll sein würde. Wie habt ihr es erlebt in den Hallen? Ich fand es recht luftig. Luftig? Macht nur Spaß. Okay. Also im Grunde, wir haben schon aus Spaß gesagt, Donnerstag ist das neue Samstag. Weil Samstag war ja immer krass, weil dann Wochenende und so, ihr wisst. Nee, und diesmal ist halt Feiertag und es war einfach so voll wie an einem Samstag in den letzten Jahren. Ich habe um 10:30 habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt, boah, ich habe mir das für Donnerstag echt noch schlimmer vorgestellt. Und er sagte, es war ein Unfall draußen und es stehen noch ungefähr 3000 Menschen gefühlt. Wahrscheinlich sind es 30.000 Menschen draußen im Stau. Das hat man dann auch irgendwie um kurz nach 11 gemerkt, dass die dann auch alle reingestürmt sind. Und ja, ich habe viele Leute gesehen, wo ich eigentlich denke, ja, normalerweise quatscht man immer, aber die wurden so ein bisschen mit dem Fluss mitgerissen. Und es war eher so, hallo, lo, 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 lo. Und dann waren sie auch schon wieder vor Ort. Und du hast dir nur gedacht, ich hoffe, ihnen geht's gut. Ja, ich fand es ehrlich gesagt auch ziemlich voll dieses Mal. Mhm. Ich hatte eigentlich ursprünglich dann noch einen Termin bei, ne, wir hatten, den habe ich sogar wahrgenommen und konnte ihn noch wahrnehmen, beim Clash Games. Es ist so krass, wie alles verschwimmt im Kopf. Ich musste dann durch die Halle 3 durchgehen und ich habe wirklich ungelogen 25 Minuten gebraucht von einem Hallenende zum anderen und es ging nicht vor und nicht zurück. Ja. Und ich glaube, die Halle 3 ist natürlich so eine spezielle Halle, weil es einfach halt, da gibt es halt sehr viele Experten- und Kennerspiele. Aber das war teilweise schon unangenehm. Ich hoffe, dass es morgen ein bisschen luftiger wird, aber es ist ja auch wieder ausverkauft. Habt ihr denn? Mich haben auch so ein paar besorgte Leute angesprochen, so, ja, wie das denn sein könnte, dass schon bis Samstag inklusive alle Tickets ausverkauft werden. Irgendwie, als wäre das was Besonderes, aber das war doch sonst auch so, oder? Nee, also, dass die Spiel so in der Form jetzt wirklich das erste Mal ausverkauft ist. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es eigentlich noch nie war, dass überhaupt den Tag ausverkauft ist. Sie haben natürlich das Sicherheitskonzept angepasst und dadurch das justiert, was ja gut ist für uns alle am Ende des Tages. Aber man merkt natürlich, das schwappt halt rüber, weil dann es hieß als erstes, der Donnerstag ist ausverkauft. Was machen die Leute natürlich? Gehen dann auf den Freitag. So, dann heißt es, der Freitag ist ausverkauft. Dann gehen die Leute auf den Samstag und ich bin mir relativ sicher, dass wir wahrscheinlich morgen hören, ach, der Sonntag wird auch ausverkauft sein. Und dann gehen alle auf den Montag. Dass wir in der App die Push-Notification irgendwann kam, der Samstag ist ausverkauft. Ja. Okay, what? Ja, okay, weiterspielen. Vor allen Dingen in der App irgendwie so neue Version, Download und das ist auf okay und dann nur so. Samstag ist ausgekommen. Oh, geil, die App geht richtig ab. Habt ihr beim Anstellen in den oder an den Ständen was gemerkt, dass das Konzept aufgeht, was sie gemacht haben, dass man sich jetzt ja oder dass die Stände selber dafür verantwortlich sein sollen, dass innerhalb ihres Standes ein Anstellbereich ist? Habt ihr die Veränderungen wahrgenommen? Nein, definitiv. Also, wir waren ja bei Frosted und der Stand ist ja komplett explodiert einfach. Und sie hatte dann auch erzählt, dass irgendwie die Schlange durch die komplette Halle 3 ging, bis rüber in die Galerie und noch weiter. Und dann kam irgendwie so die Messepolizei und hat gesagt, ey, das dürft ihr nicht. Und dann mussten die irgendwie so die Schlange so um den Stand herum gekriegt. Ich glaube, dass manche Verlage das deutlicher oder wörtlicher genommen haben. Ich stand am Anfang bei Asmodee an und dann kam eine Asmodee-Mitarbeiterin und hat unsere Füße so halt wirklich so 3-4 Zentimeter so auf den Teppich zurückgedrückt, weil die halt auf dem Teppich anstehen mussten und wohl auch, die wurden angewiesen, dass wo Sicherheitspersonal rumgeht und dass die zurechtweist. Ja. Aber bei solchen Schlangen ist es dann ja gar nicht anders möglich. Also ich glaube, die waren bestimmt gefrostet. Also ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass sich das ganze Eva selbstständig hat, weil ich habe so das Gefühl gehabt, bis 13, 14 Uhr hatte gefühlt jeder Stand eine Schlange und du wusstest auch nicht irgendwo, ob sich die Schlangen irgendwo getroffen haben. Stell dir vor, du schießt in der falschen Schlange an. Ja, kurz, ich stand irgendwo an und drei Leute vor Tresen meinte der eine, oh, it's the wrong queue und ging weg.
Dachte ich auch so, scheiße, Alter, die stand jetzt hier eine Stunde oder was? Ja, ich hatte ein bisschen auch absurdere Aktion. Ich stand da und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und wir haben gequatscht und irgendwann stand jemand hinter uns und sagte, ja, geht jetzt mal weiter. Wie weitergehen? Und wir standen dann plötzlich in der Schlange drin, ohne es zu merken, weil wir einfach nur irgendwo stehen geblieben sind. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass jemand sagt, ja, bezahlt ihr jetzt mal so? Oh, cool. Aber heute war mehrfach dieses typische, stehst du in der Schlange? Ja, voll. Also, man wusste nicht, wer ansteht und wer irgendwie nur wartet, weitergehen zu können. Ja, absolut. Hast du nicht auch vorhin erzählt, dass jemand 3 Stunden für Frosted, also ich habe durchaus von jemand gehört und aber auch jetzt mehrfach gelesen, dass Leute, die bei Frosted standen, 3 Stunden gewartet haben. Und ich meine, klar, wenn man das sieht, Frosted, man muss dazu sagen, die waren in Halle 3 recht weit oben. Mhm. Und wenn man weiß, es zieht sich durch die komplette Halle durch, dann reden wir nicht davon, dass das an 2 Ständen vorbeigeht, sondern an 20 Ständen wahrscheinlich bis zur Galerie. Und ich glaube schon, wenn man da stand bis zum bitteren Ende, dann sind die 3 Stunden schon realistisch. Also deswegen Pro-Tipp, ja, am vollsten sind in der Halle 3 der Gang an der Seite, der sozusagen in Richtung Halle 1 geht. Und der Gang in der Mitte. Und wenn ihr schnell vorankommen wollt, nehmt einen der Zwischengänge oder auf der anderen Seite. Schöner Nebeneffekt. Bis jetzt. Schöner Nebeneffekt war aber, dass es so voll war. Ich glaube, es sind schon einige der Buttons weg. Ne? Also das, ja, ich dachte ursprünglich, wir hatten 1000 Buttons. Aha. Ich glaube, es sind 1200. 500 sind heute weggegangen. Das am Eurohelg-Stand. Und der steht, finde ich, wirklich sehr, sehr gut, weil nämlich direkt da, wo die Toiletten sind, ganz am Ende von Halle 3. Da kommt man relativ gut hin. Also die gehen gut weg. Mhm. Also wenn ihr einen haben wollt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich auch sputen. Zu der Anstellthematik, bevor wir wirklich zu den Spielübersichten kommen. Ich habe heute, habt ihr was gehört von den, wie das Parkkonzept funktioniert hat? Von den Shuttlebussen und so? Das Parkkonzept? Das Park. Also was ich tatsächlich heute sehr früh mitbekommen habe, dass Leute schon teilweise um 7:30 morgens so in diverse WhatsApp-Gruppen geschrieben haben, dass sie wirklich auch in Parkhäuser wie P5 und P2 reinfahren konnten, die nicht groß angepriesen worden sind, wo man sich schon gefragt hat, haben die überhaupt auf? Und dass Leute da wirklich heute sehr früh schon reingefahren sind. Also die gab es wohl und ich habe jetzt von einem größeren Parkchaos habe ich jetzt nichts mitbekommen. Also ich habe von ein paar Leuten gehört, die auch extern kamen, die dann auf P10 geparkt haben, die teilweise zwischen 14 und 15 Minuten auf den Shuttlebus gewartet haben. Da war wohl eine riesengroße Schlange mal wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob das nur zeitweise so war und ob sich das dann ziemlich schnell wieder aufgelöst hat. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob sich da, weil da gab es ja einige Kritik letztes Jahr und wir haben ja auch jetzt gestern auf der Pressekonferenz gesehen, dass die Kritik fruchtet. Also es wird auf jeden Fall, trifft da nicht auf taube Ohren. Würde mich mal interessieren, wie sich das verbessert hat zuletzt im Jahr. Also vielleicht eine kurze Geschichte dazu von heute, eine Anekdote sozusagen. Nein. Wir haben mit jemandem gesprochen, der irgendwie nicht unmittelbar Gamer war, sondern irgendwie mit einer Freundin auf der Messe. Ja, die Frau auf der Straße. Was machen die ganzen jungen Leute? Nein. Und jetzt seien Sie still und bezahlen Sie endlich Ihren Kaffee. Nein, schon auf der Messe bei Asmodee, mit dem wir gesprochen hatten. Und der meinte halt, er war das letzte Mal vor 8 Jahren da. Und das war übelst der Unterschied und übelst krass und so weiter. Und ich so, ja, kann ich mir bestimmt vorstellen. Und dann habe ich überlegt und festgestellt, Moment mal, ich war auch vor 8 Jahren auf der Messe. Aber dadurch, dass ich jedes Jahr auf der Messe war, ist mir das vielleicht einfach nicht aufgefallen. Aber ich dachte so, ja stimmt, ey, damals, das war bestimmt total lächerlich. Und dann dachte ich so, wie ich 2016 auf der Messe, so, oh, was geht? Da also, gab es dann auch gar nicht mal den Eingang, den Haupteingang. Der ist da gab es keinen Eingang. Das war wie so ein Escape und du musst den Eingang erst finden. Ja, und Markus Brand da. Ja, genau. Ich dachte, er sagt, ich war vor 8 Jahren da und du so, ich bin seit 8 Jahren da. Ich finde nicht mehr raus aus der ganzen Nummer. Nee, aber ich dachte halt schon witzig, weil sich das wohl wirklich krass geändert haben muss, wenn der halt sagte, so, ey, es sind 2 Welten gewesen. Damals. Aber das finde ich ganz cool. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon seit langer Zeit dabei wart, was hat sich für euch gerade jetzt mal nicht so nach dem Motto, was war letztes Jahr, aber gerade wie war das noch vor 4 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren? Finde ich auch mal ganz interessant, solche Erfahrungswerte dann auch mal von den Leuten. Ich sag mal so, ich glaube, vor 4 Jahren war es scheiße. Das, so viel kann ich sagen. Da war nicht viel los, sagen wir es mal so. Ja,
Ja, wir haben ja eine Challenge gemacht heute Morgen. Ja. Wir haben uns ja überlegt, dass wir immer eine kleine Challenge machen. Und diesmal war es, wir müssen irgendwann finden, den wir vorher noch nie gesehen haben oder der uns was Besonderes bedeutet, mit dem wir irgendwas Besonderes verbinden. Das hast du nicht gesagt. Du hast einfach was anderes gesagt. Nee, habe ich nicht. Wir waren alle überrascht. Weil okay, also wir sollten alle ein Foto machen. Wir sollten ein Foto machen, ein Selfie machen mit dieser einen besonderen Person. Du hast gesagt, nein, die Challenge war, mach ein Foto mit einer Person, die du vorher noch nie getroffen hast. Stimmt. Hättest du gesagt, mit jemand, der es dir bedeutet, also ich möchte, Thomas, du weißt, wenn ich ein Foto mache. Jedenfalls, wenn gleich die Fotos sind, lässt du jetzt schon rechtfertigen, das macht mir Angst. Ja. Also ich kann nur sagen, bei mir hat es, ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, oh, wie finde ich jemanden? Und dann war es tatsächlich so, ich bin reingekommen und da war noch nicht ganz so viel los. Und dann habe ich Paula Deming getroffen. Das bin ich sehr die ich drauf, einfach ja. unfassbar großartig finde. Wer die nicht kennt, die hat einen Kanal, mittlerweile heißt der, glaube ich, auch Paula Deming, der hieß früher Things Get Dicey. Und das ist eine Schauspielerin, / Brettspielerin aus den USA und die macht unfassbar lustige kleine Videos. Die haben so einen Comedy-Charakter auch irgendwie, so keine Ahnung, wie man am besten Regeln erklärt oder woran du merkst, dass du brettspielsüchtig bist. Und die ist ja jetzt auch mit jemandem zusammen, der bei Watch It Played auch mit am Start ist und die habe ich beide zusammen getroffen und wir haben da einen schönen Schnack gehabt und das fand ich großartig. Also ich hatte da meine Challenge schon gleich erledigt an der Stelle. Ja, Chapeau. Das ist, ich glaube, damit hast du fast schon gewonnen. Nicht, dass ich jetzt uns... Es ist ja kein Wettbewerb. Ja, für mich trotzdem. Es soll uns ja nur anspornen. Du hast mich aber doch, weil das sehr früh kam, angesprochen. Ich habe probiert zu matchen. Ja, aber ich habe tatsächlich gedacht, ja, okay, komm, ich gehe einmal zu Matusz Kotry, weil wir gestern das meinen lustigen Fauxpas hatten, wo ich die kleinen Alchemisten hier falsch definiert hatte. Und die Bräuche, mit denen das durchtanzen. Mit dem, das war auch sehr absurd, weil er mich, glaube ich, nicht verstanden hat. Da dachte ich, ja, of course, we can take a picture. Okay, und dann war das. Per Silvester, eins meiner weiteren Idole in Autorensicht und Stefan Feld, den ich dann aus Spaß mit Uwe Rosenberg, ich weiß nicht, ob er es witzig fand, angesprochen habe. Hast mit du? Ja, hab ich gemacht. Versteinertes Gesicht, Fragezeichen. Nee, der war ganz lustig drauf, tatsächlich. Die meinte, ich kenne dich eh. Und ich so, oh scheiße. Kenn dich eh? Ja, pass auf, ich kenne dich. Da habe ich mich erst gefreut, dass ich... Scheiße, ich glaube, das letzte Video war was Evolution und vielleicht hatte das irgendwie nicht so gut, weil ich das ja nicht als erstes so geil fand. Aber dann war er ganz lustig drauf und meinte, ja, Uwe Rosenberg macht mit dir ein Foto. Hat mir auch ein Selfie spendiert, ja. Oh. Wen hast du denn getroffen, Sven? Ja, das war ganz witzig, weil du hast es ja rumgeschickt, was die Challenge war. Ich habe es vielleicht nicht ganz so akkurat formuliert. Ich sage es mal so, also du hast es nicht so formuliert, als was es ist, dass es mir so... viel Herzblut bedeutet oder dass es jemand ist, wo ich aber wenn denke, du dran glaubst, wenn ich dran glaube, dann wird er auftauchen und wenn du es baust, dann kommt er zurück und sowas. Ne? Also baust, wird er kommen. Richtig, auch Schwein. Und du hast es geschickt und dann tatsächlich 2 Minuten laufe ich einfach Mieps in die Arme und ich gucke, jemand, den du noch nie getroffen hast, Mieps. Und habe mich dann auf dieses wunderbare Kätzchen gestürzt und das klingt jetzt fast so umgetackelt. Tatsächlich wäre ich fast über den Puschelschwanz gestolpert und habe gesagt, Mieps, komm hier, zickzack, wir machen jetzt ein Foto. Und dann hat Mieps sogar gewunken und dann gesagt, gut. Mieps hat gewunken, hat gemacht. Ich habe meine Hose bekommen, das zählt. Ich habe tatsächlich auch Mieps getroffen und das war irgendwie auch witzig, weil wir standen da mit mir und die Tonics waren da und die Belly und dann kam Mieps auch so raus, dumm. Und dann dachte ich, oh Mieps, ich will auch ein Foto machen. Und bin auf den so langsam zugegangen und dann hat er so die Arme angefangen auszubreiten und hat sich dann so leicht weggedreht und hat so ein dreijähriges und ich bin drin stehen geblieben und dachte mir so, irgendwie weiß ich, vielleicht bin ich das falsche Zielpunkt. Clever abdrehen. Ja. Vielleicht hatte Mieps mit mir dann im Song gelingt doch schon genug Erwachsene für den ganzen Tag. Ja. Also Mieps war aber sonst sympathisch. Also ich wollte so ein bisschen über Luz schnacken, aber da war sie nicht so gesprächig. Ja, ihr habt so ein bisschen über die Urknalltheorie und so. War netter Typ. Hat gemiepst. Ist er eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil jetzt Typ gesagt hat, weiß man gar nicht, oder? Type? Also eine Katze. Ja. Eine Katze. Ja. Ja, nee, genau, ich habe... Lass sie doch mal aus dem Sack und erzähl uns, wen du getroffen hast. Das mache ich. Nee, ich habe mit Manu Frisch... Wirklich, ich muss euch anfangen. So fast jetzt habe ich angefangen. Nee, ich habe mit Manu Frisch ein Foto gemacht. Mit dem habe ich nämlich Altert gespielt, dieses Kartenspiel, genau. Das ist das Spiel des Jahres, Jury, und moderiert immer sehr schön, zum Beispiel Spiel des Jahres Veranstaltung. Das finde ich mal gut.
Und genau, da haben wir irgendwie gespielt und dann so, also diese Challenge, haben wir schon mal ein Selfie gemacht? Nee. Ah, sehr gut, dann nach dem Spiel nochmal, ja genau, machen wir. So, das hat sich gut getroffen. Und das ist auch jemand, der eine Menge bedeutet. Ja, ja, ja. Natürlich. Manu, ne? Grüße gehen raus. Und es war magisch. Ja, nee, nein, aber also ich finde schon, es ist halt cool moderiert und sag mal aufbaut, also finde ich ja gut. Ja, ja. Genau. Vielleicht war Manu bei mir auch im Miebs-Kostüm. Wann war das? Nee, zu Alter kann ich auch noch was sagen gleich, aber wen hast du denn getroffen? Also ich habe ein Foto gemacht mit Kati von Brettspielhunger. Sie hat einen tollen Instagram-Kanal, wo sie über Brettspiele informiert. Und ich habe ein Foto mit ihr gemacht, weil ich sie letztes Jahr, also vor einem Jahr auf der Messe kennengelernt habe, als wir irgendwie da standen und Dennis gerade seinen Einkauf ins Auto gebracht hat, hat sie mich irgendwie random angequatscht und dann haben wir uns über Instagram connected. Und ich wollte ihr jetzt dieses Foto widmen, weil die Messe mir quasi diese Freundschaft geschenkt hat. Also es hat sich daraus eine tolle Freundschaft irgendwie ergeben. Okay, du hast auf jeden Fall. Super, jetzt sind wir alle verloren. Okay, wir sind raus. Du hast eine Katze bekommen und sie eine Freundschaft. Also, hallo, die Katze ist der beste Freund, den du nennst, weil der Hund, oder? Ja, der konnte ich heute aufspielen und mit dem Andreas, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch übrigens wundert, warum der Christoph nicht hier da ist, stimmt, können wir jetzt mal können wir jetzt wäre schon geil, wenn ich stopp würde. Lass mich rein. Wir können sein Bild mal einblenden, weil der ist nämlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch dort. Der spielt nämlich gerade Star Wars Unlimited. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das jetzt ein Turnier oder ist das irgendwie so ein, wir treffen uns nur und das ist auch bestimmt so ein Nerd-Ding, wo Leute. Also ich habe ja gehört, dass der da 3 Stunden lang so sitzen muss, weil er in der Karte verewigt wird. Ach, das kann auch sein. Aber jedenfalls hat er ein Foto geschickt schon und da sind 4 Leute drauf. Einen habe ich identifiziert als den Designer. Von das war Christoph. Ich habe Christoph gedacht. Ich habe Christoph erkannt. Das waren 5 Freunde drauf. Und ich glaube, die haben alle was mit dem Spiel zu tun. Sind nämlich Kuratoren oder Illustratoren. Ja. Und er wirkte sehr glücklich. Es gab einen anderen Moment, wo er auch sehr glücklich war. Da rede ich gleich noch irgendwie drüber. Genau, aber damit haben wir unsere Challenge doch eigentlich alle auf unsere eigene persönliche Art und Weise irgendwie absolviert. Ja. Bin sehr gespannt, was wir uns morgen ausdenken. Ja. Also, wir sind die Person wieder. Habt ihr was Cooles irgendwie gespielt, angespielen können, zocken können? Also ich habe ja schon gesagt, direkt am Anfang, deswegen verging die Zeit auch so schnell, ich habe die Erweiterung von der Weißen Burg, die Matcha-Erweiterung gespielt, fand ich übrigens sehr lustig. Wir hatten einen coolen Erklärer und der hat die ganze Zeit gesagt, die Macho-Erweiterung. Ich weiß nicht, ob er... Macho, vielleicht Macho. Ist auch der Plural von Matcha Macho, das glaube ich aber nicht, weil er hat immer gesagt, hier könnt ihr 2 Machos zahlen und dann könnt ihr da auf der Leiste hochgehen. Und die hat mir gut gefallen. Also das macht das Spiel ein bisschen länger, das ist der einzige negative Punkt. Ansonsten kann ich die ziemlich bedenkenlos empfehlen. Also es ist mehr normal jetzt, dass man mehr Aktionen wie in einem normalen Eurogame hat. Früher war es ja so 9 Aktionen, das ist ein Spiel, das war schon sehr bemerkenswert. Jetzt ist es ein bisschen mehr von allem, aber es ist trotzdem eine schöne Erweiterung. Also was ich vielleicht noch erwähnen kann, ich hatte ja auch gestern, glaube ich, gesagt, dass Bombbusters mir noch gar nichts gesagt hatte und dass ich da gespannt drauf war, so ein kooperatives Deduktionsspiel, bei dem wir eine Bombe entschärfen müssen und das haben wir 2 Runden gespielt. Das ist echt geil. Also es hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, wir haben 3, vergiss die Runde, die wir verloren haben. Ja. Einmal ist die Bombe hochgegangen. Genau. Ja, da waren Regeln unklar. Also, ja. Nee, aber also das macht super Spaß. Ich bin ja immer so ein bisschen auch auf der Suche nach dem Deduktionsspiel der Messe. Vielleicht ist das dieses Mal dieses. Auf jeden Fall Anwärter, ja. Was ich gespielt habe, was ich ganz interessant fand, Duck and Cover, das ist halt ja von den Machern, die letztes Jahr Path of Civilization gebracht haben. Mhm. Und das ist erstmal ganz lustig, weil jeder hat sein eigenes Set an Enten, die alle so verschieden thematisch sind. Ich hatte so ein Deck mit Halloween-Enten, die dann so mit Werwölfe und Mumien-Enten, also schon mal optisch super Jagdwart, musste man mal auch sagen. Mhm. Und das Spiel ist dann je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, wir haben es zu zweit gespielt, vorbei, wenn eine gewisse Anzahl an Karten draußen ist. Und wenn man dran ist, man baut sich dann quasi so ein Raster auf und es gibt Karten von 1 bis 12 und dann wird immer eine Karte aufgedeckt und zum Beispiel eine 2 und dann muss ich die 2 in meinem Raster, muss ich entweder angrenzend eine andere Karte überdecken oder ich bewege die ganz woanders in meinem Raster hin. So, und das Ganze geht dann so lange, bis halt und beziehungsweise wenn halt Karten überdeckt sind und keiner hat eine 9 wird aufgedeckt und keine 9 ist mehr sichtbar, dann müssen beide Quark sagen und dann kommt die Karte raus. Und wenn 9 Karten raus sind, dann ist das Spiel vorbei.
Aber man muss versuchen, so viele Karten, wie es geht, aus seinem Raster komplett rauszubekommen. Und danach werden nachher die Punkte. Klingt mehr brainy, als man denkt, weil es sieht eigentlich wie so ein süßes Partyspiel aus. Aber du hast es ja auch gespielt. Und ich finde, da muss man teilweise schon echt überlegen, wie man es anstellt. Ich finde es genau richtig für Familien. Ja. Und ich weiß schon mehrere Leute, die ich das mitbringen werde, weil die eben auch auf so Quietscheentchen stehen. Und das hat genau die richtige Einstiegshürde, aber du hast was zum Grübeln. Ja, also genau, ich brauche das auch noch unbedingt. Ich habe es nämlich auch. Ich habe erst gedacht, ja komm, das ist bestimmt so ein witziges Partyspiel. Aber das ist schon, dass du überlegen musst, boah, überdecke ich das jetzt oder versuche ich die lieber woanders hinzubewegen? Weil, und ich fand es echt gut. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und kostet, glaube ich, auch 12 oder 13 Euro nur. Also ist jetzt was, wo man sagt, kann man einpacken und ist jetzt nicht so der riesige Brecher. Was hast du gezockt? Wir haben ja eine Runde Free Chapters gezockt und das fand ich eigentlich ganz cool. Also im Endeffekt spielen wir Fantastische Reiche, nur dass wir am Anfang so in Seven Wonders-Manier 8 Karten draften, ne? 8? 8 sind es ja. Genau, und dann spielen wir aber Stiche, mit denen wir noch zusätzliche Punkte gewinnen können. Und die Karten beziehen sich natürlich aufeinander und auf Symbole und so. Und am Ende haben wir halt nach diesen 8 Stichen auch 8 Karten in unserer Auslage liegen. Und müssen halt wie bei Fantastische Reiche coole Kombinationen bekommen, damit wir halt ordentlich Punkte absahnen. Das fand ich eigentlich wie Fantastische Reiche, nur mit einem Hauch mehr und Stichspiel, wenn man das mag. Also, und wir hatten eigentlich auch alle relativ ähnlich hohe Punktezahlen, muss man sagen, oder? Ja. Und auf dem Sofa hier, ja. Also Faktor 5, 6, aber ja. Da ist übrigens eine coole Aktion. Amigo, ich weiß nicht, ob es jetzt noch morgen so sein wird, aber Amigo hatte den oder die Zeichnerin da. Das heißt, man konnte sich selber als Märchenfigur zeichnen lassen. Hör auf, wohl. Wirklich. What? Bei Amigo? Bei Amigo, ja. Hey, das ist ja fast so gut wie mein Prinzessinnen. War auf jeden Fall gestern. Und oh, jetzt nehmen wir an der Stelle jetzt auch vielleicht. Ja, bitte, bitte. Echt? Ja. Ist sie wo am Stand von Amigo? Die war am Stand, ja, ja. Nee, wahrscheinlich am Stand von Esbody. Ich finde, könnte sein, dass sie in der Artist Gallery ist oder so. Das sind ja auch so viele Aktionen. Ja, das ist schon geil. Habe ich auch nicht. Das muss man morgen nochmal gucken. Da hätte ich voll Bock drauf. Ich weiß natürlich nicht, wie gesagt, ungefähr, ob es morgen noch so sein wird, aber war so. Ja. Ich habe auch an mehreren Stellen hingen die auch. Einmal so rauswerfen, dass wir alle uns freuen. Und dann, ich kann aber nicht sagen, ob es schon ausfällt. Aber ohne Gewehr. Ja. Das war's als Kind immer zumindest. Wir haben noch Dungeon Legends gespielt. Weiß nicht, ob du was dazu erzählen willst. Nee, mach ruhig mal. Es war nicht schlecht, aber also ich kannte es vorher gar nicht. Ich habe das zum ersten Mal da gesehen. Wir kamen irgendwie rein. Esmondi hat ja auch irgendwie gesagt, kommt mal vorbei, guckt mal die neuen Spiele an. Und Christoph zielstrebig auf diesen Tisch zugelaufen, ich glaube wegen dem Artwork. Und dann saßen wir da eine Zeit lang erstmal, weil natürlich die Erklärer immer so rumgehopst sind. Dann hat die dann was gegessen und getrunken. Irgendwann haben wir dann angefangen. Und es ist ein sehr, sehr einfaches, kooperatives Spiel, bei dem wir im Endeffekt, es gibt mehrere Szenarien, wir mussten jetzt Brände löschen. Und dann haben wir quasi ein Deckbuilding-Spiel, wo wir immer 5 Karten auf der Hand haben und ganz einfach Aktionen rumlaufen, Monster bekämpfen, Schilde hochziehen, Feuer löschen und diese beiden Sachen so in Einklang bringen, dass die Monster uns nicht überrennen und dass wir aber die Aufgabe schaffen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, vielleicht war das Szenario zu einfach für uns, aber wir haben die ganze Zeit so gequatscht währenddessen und so nebenher die Karten so runtergespielt und ja, ich mach das irgendwie einmal. Und was hast du eigentlich heute alles schon so erlebt und das ist so nebenher passiert? Ja. Und irgendeiner meinte so, ja, also wenn es das passiert, haben wir gewonnen. Irgendwie, ja, safe. Und dann war es irgendwie durch. Also ich fand es nicht schlecht, aber ich glaube, dass wir sind nicht die Zielgruppe. Wir sind nicht die Zielgruppe, ja. Das ist eher für Familien, die sagen, so ein weiterer Schritt, irgendwie Deckbuilding und das Thema zieht einen auch irgendwie rein. Also ich fand das schon ja, gut. Ja, das Artwork und so, es war super einladend, fand ich auch so von der Tischpräsenz und diese Foldcards und so, man will die haben. Stimmt. Ja. Ja. Ebenfalls gestern und auch heute haben wir, ich finde den Namen so vergessen, ich muss aushelfen, Mafia mit zum Molch. Ja, haben wir gespielt. Und da weiß ich nicht, wie viel von dem Spaß, den wir damit hatten, ich dem Spiel zuschreiben kann und wie viel uns. Ich finde, das ist total schwierig einzuschätzen, weil das, glaube ich, sehr gruppenabhängig ist. Und im Prinzip ist es ja eigentlich nur Stadt, Land, Fluss mit ein paar Kategorien. Ich habe es dann heute nochmal kurz zu zweit angespielt, weil ich dem Freund dann auch, er meinte, ah, das klingt cool, das ist ja so der Messe, das ist so Messe-Highlights, was unterm Radar fliegt. Ich so, echt, habe ich nichts mehr mitbekommen. Ist halt Stadt, Land, Fluss, also echt. Und dann haben wir es gespielt und auch da hat es gut funktioniert. Es kamen sehr witzige Antworten dabei rum, weil die Kategorien gut ausgedacht. Okay. Trotzdem ist es halt im Endeffekt nur Stadt, Land, Fluss. Also ich habe es bestimmt mit 6, 7 Gruppen unterschiedlichen gespielt und es ist immer gut angekommen. Ja, aber weil Stadt, Land, Fluss schon immer beliebt ist.
Also, mein, also das macht ja nichts Neues, außer vorgegebene Kategorien. Ich stimme dir absolut zu. Ich finde, es ist halt, es macht Spaß, aber ja. Es ist halt wirklich so wie im Urlaub, macht man sich auch seine eigenen Kategorien. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wo ist jetzt die Autorenleistung irgendwie, außer dass man diese Karten halt vorher macht. Und man hat einen geilen Würfel. Ja, und das war das beste Moment eigentlich, dass wir gestern gesagt haben, wir können es halt zu fünf das spielen. Das war das Beste. Und Christoph war ein bisschen abseits irgendwie so, hast du die Regel verstanden? Ja, ja, ich bin bereit irgendwie. Und dann hast du gewürfelt irgendwie, also B. Und dann Zeit läuft und wir mussten diese 8 Fragen beantworten. Alles musste mit B anfangen. Christoph, ich bin schon fertig, schon lange fertig. Und dann kam die erste Frage irgendwie, okay, nenne etwas, was war es? Etwas, was man süchtig ist. Was süchtig ist. Schokolade. Und wir alle so, what? Ja, Schokolade, da kann man süchtig sein, schon so total in Abwehrstellung. Und wir so, ja, ja, aber ist ja mit S. Und er so, ja und? Ja, soll mit B anfangen. Okay, ich bin raus. Er guckt so drauf so, nichts mit B. Ach ja, hast du noch irgendwas gezockt, Svenno? Ich habe tatsächlich heute noch mal, war ich bei den Kollegen von Ravensburger bei Disney Locana und da haben wir was Cooles gespielt. Die haben jetzt so einen neuen Modus, den sie da eingeführt haben, den Pack Rush. Und das ist im Endeffekt, du nimmst 2 Booster. In einem Booster sind ja, glaube ich, 15 Karten. Und machst die auf, ziehst im Endeffekt diese letzte Karte, ich sag mal diese Werbekarte. So, die nimmst du quasi schon direkt als Tinte. Du guckst dir nicht die Karten an, die im Booster sind. Du spielst quasi mit allen Tintenfarben, darfst du die aber nicht angucken, packst die übereinander und spielst damit eine schnelle Partie, ohne zu wissen, was kommt. Und das finde ich einfach super, weil ich bin nicht so derjenige, der so krass stark im Deckbau drin ist. Das ist mir auch einfach leider zu viel Arbeit. Aber ich mag halt das Grundprinzip und die Mechanik von Locana. Und das ist eigentlich schon witzig, weil A, dass du halt alle Tinte miteinander vermischt, nicht groß da in diesen Deckbau reingehst und du gar nicht weißt, was kommt. Und mein Ansprechpartner sagte, ja, wir haben das halt schon ein paar Mal mit Leuten gespielt, da hat einer plötzlich irgendwie eine Enchanted in der Hand gehabt, die er gezogen hat und hat voll gejubelt und also, was geht? Und das finde ich einen lustigen Modus für die Leute, die vielleicht A sagen, die wollen da nicht so viel Kohle reinhauen und B sagen, einfach mal so einen schnellen Modus spielen mit 2 Boostern, das kann man mal machen. Hat mir echt Spaß gemacht, war wirklich witzig. Ich werde mal kurz für Christoph erst was Stellvertretendes erzählen, weil ich glaube, er würde davon jetzt berichten. Wir konnten nämlich Revenant spielen, das neue Spiel von Mindclash Games, was jetzt auch gekickstartet oder gecrowdfunded wird. Ich glaube, im November. Er nagelt mich nicht drauf fest. Es kommt aber jetzt irgendwann bald. Und es spielt im Voidfall-Universum, ist aber ein Eurogame. Ich würde es beschreiben als Mischung von Voidfall, einem Worker-Placement-Spiel wie Anachrony oder Dune Imperium. Und ja, genau, also das ist so im Endeffekt die ganzen Einflüsse, die da drin sind. Es ist ein deutlich kürzeres Spiel. Man spielt nämlich über 4 Runden und macht immer nur 3 Züge und hat halt wie bei Anachrony so unterschiedliche Arbeiten, die auch verschiedene Sachen dann aufgelevelt werden können. Und dann mit super krass überproduzierten Schiffen, ich habe ein paar Fotos davon gemacht, wo die Worker-Placement-Felder in den Schiffen sind, wo man die dann so draufsetzt. Aber halt wieder Ikonografie-Wahnsinn. Der Autor hat uns das beigebracht und hat wirklich so ein paar Minuten erklärt. Und dann so, ja, lass mal einfach mal anfangen irgendwie so. Wer ist Startspieler? Ah ja, du bist Startspieler? Und ich so, ja, ja, dann machen wir jetzt. Also einfach ein Hauptding und dann kannst du noch eine Nebenaktion machen. Und dann ich so, ja, aber ich kenne gar kein Icon. Ich habe dann irgendwie so 30 Icons gesehen und ich weiß nicht, was das macht. Und was, ja, mach einfach mal irgendwie. Und dann habe ich irgendwie als einen Zug gemacht und so, naja, also man hat nur 12 Züge, ne? Also, und ich habe gemerkt, der Christoph ist völlig aufgegangen drin. Also der war wirklich sein ganzes Brain schon so, ja, und hier und das und so. Der war so richtig drin. Ich glaube, das ist genau sein Ding. Aber man muss auch sagen, weil er hat es mir auch mit leuchtenden Augen dann vorgeschwärmt. Er mag ja auch Voidfall sehr gerne. Und da war ja wohl auch der Pitch, ja, nee, ist jetzt nicht wie Voidfall. Aber ist so ein bisschen wie Anachrony, aha, ja. Und ja, auch so ein bisschen wie Dune Imperium. Und da muss Chris wohl auch sofort, what? Ja, ja, der war total. Aber es klingt so geil. Ja, ja. Also, jemals auch mega gut gefallen. So geil. Auf jeden Fall spielen. Aber Aufbauzeit halt auch wieder so, ne? Ich habe dann auch gefragt, ist das so das Setup, dass da überall diese Schiffe und dann gibt's auch, wie heißen die orangen Dinger? Die Leere oder die Void-Dinger, also die sind auch schon so verteilt, ja. Und es ist halt, ich glaube, du brauchst auch wieder halt eine halbe Stunde, bis das Ding irgendwie steht, nicht ganz so krass wie Voidfall. Und wir haben es mit 2 Amis gespielt, die auch, einer hat einen Blog und der andere hat irgendwie auch einen YouTube-Kanal, die kannte ich vorher gar nicht. Die waren auch super lustig drauf, so typisch amerikanisch. Also wir hatten einen sehr, sehr schönen Nachmittag da. Ja, das ist auch so ein Titel, auf den ich mich extrem freue. Also ja. Das der Christoph hat auch dann noch mit uns, wir haben nämlich, ich könnte auch gleich noch euren Eindruck zu sagen, Link City gespielt. Das Spiel, auf das ich mich besonders gefreut habe, wo man so Stadtplättchen zuordnen muss,
während einer eigentlich der Chef vom Rathaus ist und sagt, wie sind wir mit Bürgermeister, nennt man ihn den Chef vom Rathaus, und Planungen vollführt und dann quasi die Gruppe muss raten, wie, wo die Gebäude wirklich hinkommen. Und der Christoph meinte so, wow, das ist erstaunlich gut, obwohl es echt nicht nach viel aussieht. Mir hat es auch gut gefallen, aber es war auch auf meiner Vorfreundliste sehr, sehr weit oben. Wie hat es euch gefallen? Ihr habt es auch, glaube ich, gespielt, ne? Ja, also das war der einzige Tisch, der zu dem Moment noch frei war. Wir sitzen hingesetzt und ich gucke auf das Cover und denke so, Gan, wieso sieht das so lame aus? Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, Link City, das war doch das, wovon Flo so geschwärmt hat, sage ich mal. Und dann haben wir es ausprobiert und es war tatsächlich besser, als ich dachte. Aber ich bin noch nicht so ganz, sicher. Ich finde, es hat so ein, zwei Schwächen, sage ich mal. Weil der Witz ist ja, dass du halt... die Assoziation muss sich auf mehrere Gebäude beziehen, die da drumherum liegen. Und manchmal ist es einfach eins zu eins, ja, okay, Polizei, da muss da ein Gefängnis hin, fertig. Das und kann passieren, ja. Ja, dann geht so ein bisschen der Witz verloren. Aber also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wenn ich Link City höre, hoffe ich ja, dass es ein Nintendo-Spiel ist im Zelda-Universum. Aber ja, ja, leider, leider. Das wäre cool. Ja, oder? Hast du das neue Zelda schon gespielt? Ja, natürlich. Großartig. Ja. Ich wollte noch eine lustige Geschichte erzählen, und zwar, als wir beim Eurohead stand waren, kam plötzlich auf jemand auf mich zu und hat mir ein T-Shirt in die Hand gedrückt und hat dann gesagt, ja, habe ich doch versprochen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass jemand bei uns in die YouTube-Kommentare reingeschrieben hat, so, Thomas, was ist deine T-Shirt-Größe? Und ich so, wieso? Ja, vielleicht trifft man sich ja irgendwie in Essen. Und dann war es tatsächlich so, mir hat ein sehr, sehr spezielles Brettspiel-Shirt geschickt. Oha. Ich zeige es euch später, vielleicht blenden wir es auch mal ein. Ich habe die Assoziation noch nicht so ganz verstanden. Okay, aber das war, ich bin gespannt. Ja, oh, ja. Lass mich überraschen, wenn ihr das Video dann der anguckt. Und da standen wir zufälligerweise, wollte ich mir nur kurz, ich habe die extra aufgeschrieben, waren wir beim Hippodrome, kennt ihr das? Die Hippodice, Hippodrome. Das ist auch für diese. Hippodice, das ist so ein Spieleverein, die hatten so einen eigenen Stand und die machen einen Autorenwettbewerb, wohl auch schon zum wiederholten Male, wo man so Ideen reinschicken kann und dann helfen die einem, nachdem sie quasi da aussortiert haben, auch Verlage zu finden. Und das geht noch bis kurz nach Essen. Und deswegen dachte ich, ich habe auch ein Foto gemacht, vielleicht können wir das auch einblenden, wer halt so Nachwuchsautor vielleicht ist und ich weiß, wie er irgendwo Anschluss findet, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, wo man mal das probieren könnte. Klingt gut. Also, wenn du jetzt schon komische Überleitung, nein. Bin ich gespannt. Wo dich schon jemand angesprochen hat. Nee, ich muss tatsächlich jetzt nochmal wieder ganz ehrlich sagen, heute war wieder ein krasser Tag, wo ich gemerkt habe, wofür man die YouTube-Videos macht. Mhm. Also, uns haben richtig viele Leute angesprochen und ja, es war einfach geil. Also unterschiedlichste Geschichten wieder. Wir gucken das oder das Headquarter und deine Videos, deren Videos, Grüße ausrichten. Also es waren viele unterschiedliche Themen. Ein junges Mädchen kam an und fragte nach einem Zaubertrick und erzählte, dass ich vor 2 Jahren auf der Messe schon einen Zaubertrick von mir gezeigt bekommen hat. Und dann habe ich ja noch einen kleinen Zaubertrick gezeigt. Das war mega süß. Und also völlig, völlig unterschiedliche Begegnungen. Und ja, also Grüße an alle, die uns angesprochen haben. Und tut das gerne, weil auch wieder häufiger der Spruch kam, ja, wir wussten nicht, ob wir das machen sollen. Ja, macht es, weil da, wenn man hört, so, wir haben deswegen gekauft, einer kam mit bösem Gesicht auf mich zu. Alter, deinetwegen kauf ich jetzt immer Stichspiele. Und ich so, ja, gern geschehen. Also dafür weiß man dann, warum man die Videos macht. Also gerne anquatschen und so, super. Ich weiß auch nicht, wie euch das geht. Ich finde, es gibt so diese 3 Stufen. Es gibt so diese, bin ich gespannt. Ja, diese 3 Stufen von Leuten, die einen kennen. Das eine ist, und das ist so die niedrigste, Leute gehen an dir vorbei und gucken dich sehr eindringlich an und so nach dem Motto, oh ja, die erkennen dich gerade und wollen dich vielleicht nicht ansprechen und denken sich, oh Gott, der Idiot, aber so kenne ich irgendwie. So, und dann gibt es die Leute, finde ich, das sind auch immer sehr viele, die einfach an dir vorbeigehen, hey Sven, oder ja, oh, toller Kanal. Und so wie ich zum Beispiel. Weitergehen, genau, richtig. So, hey Sven, nimmst du mich wieder mit? Und dann die Leute, die halt wirklich stehen bleiben und sagen, boah, ich möchte kurz was sagen, oder können wir ein Selfie machen, oder können wir kurz quatschen. Und ich freue mich über alles. Also außer die mich böse angucken und sagen, Idiot. Aber ja gut, auch die, ja, gibt's halt.
Nein, aber das ist halt wirklich immer schön und das bedeutet, ihr kennt es selber genauso, es bedeutet einem einfach was, weil das ist ja für uns auch ein tolles Feedback und ich finde es immer so nett und ich muss inzwischen immer so ein bisschen schmunzeln, weil die Leute sagen auch immer total nett und höflich, ja, ich weiß, du hast mich noch nie gesehen, wir kennen dich ja natürlich, aber du weißt ja nicht, wer ich bin. Ich freue mich dann aber immer, weil ich mir denke, ja, aber das ist ja cool, wenn ich dann auch mal das Gesicht dahinter habe und die Leute dann sagen, ja, hier, ich kommentiere immer unter dem und dem Namen und wo ich sage, ja, voll cool, dann habe ich jetzt auch mal dein Gesicht dazu. Also ich kann auch nur da sagen, ja, sagt immer gern Hallo und das ist echt toll und ja, ich glaube, da sind wir alle sehr dankbar für. Da hatte ich heute aber noch eine lustige Geschichte. Ich stand am Ende, kurz bevor wir gefahren sind, beim Divier-Stand in der Schlange und die haben auch Ohrringe. Ah. Und ich stand davor, vor diesem Aufhänger, wo die ganzen Ohrringe sind und sehe, dass eine Dame weiter entfernt auf diese Ohrringe zeigt. Es war mir auch vollkommen klar, dass sie die will, aber sie zeigt halt durch mich durch und ich probiere so zurückzugehen, aber die Schlange war halt ziemlich eng gedrängt. Ich probiere so zurückzugehen, merke, ich kann nicht weiter zurück und mache mich so ganz flach. Und sie zeigt so auf die Ohrringe, ihren Partner nehme ich an und kommt so näher. Ich probiere immer noch weiter zurückzugehen und dann meinte sie so, ja, ich kenne dich, aber ich will an die Ohrringe. Ich so, ja, ich weiß, aber ich kann nicht weiter zurückgehen. Du meinst, ich kaufe mir die Ohrringe. Und ich so, oh, ich Flo, jetzt nicht abheben. Ich kenne dich sogar von YouTube, aber ich nur die Ohrringe. Ich so, ja, ich weiß, aber ich kann nicht weiter zurück. Es tut mir leid, ob man probiert, die Ohrringe ins Blickfeld zu schieben. Aber ja, das war auch sehr lustig. Aber ich gebe euch vollkommen recht, ja. Apropos Ohrringe, ich habe noch Taylor Swift-Bändchen, falls noch jemand... Oh, gute möchte. Überleitung. Ja, ja, wollte ich gerade nur, ist mir gerade eingefallen, ich habe noch welche über. Also wer noch möchte, du warst die erste Kundin. Ne? Yay! Gibt auch noch anderes Merchandise von euch, glaube ich. Oh ja, oder? Da habe ich mich total gefreut. Leider habe ich die Person nicht ansprechen können, weil das in Halle 3 war, wo ich vorhin erzählt habe, wo es so eng war. Ich habe tatsächlich jemanden gesehen, der mit einem Better Board Games T-Shirt rumgelaufen ist. Ja. Was ist jetzt wie die Brettballett-Shirts auch bei Evolve? Ja, bei Evolve, genau. Da wollte ich auch immer noch am Stand vorbei, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich muss das auch morgen noch unbedingt machen. Und da habe ich mich total gefreut. Ich werde mir jetzt, glaube ich, morgen auch eins anziehen. Ja, das stimmt, ja. Habt noch jemand Spielereindrücke gerade spontan? Weil sonst hätte ich noch einen, den ich auf jeden Fall noch loswerden möchte. Hau raus. Und zwar eine Deduktionsquelle. Und auch Bombastas hat mir auch extrem gut gefallen. Aber ich habe heute bei Allplay Message from the Stars gespielt. Ein englisches Deduktionsspiel, das ich auch auf meiner Liste hatte. Und ich habe mir ungelogen die Regeln im Vorhinein dreimal durchgelesen und war genauso schlau wie vorher. Weil das muss man gespielt haben. Und wir hatten eine unfassbar gute Erklärerin am Stand, die das mit uns durchgespielt hatte, die quasi, es ist einer gegen viele, obwohl alle kooperativ sind, einer gibt viele Tipps, die anderen müssen so ein bisschen deduzieren. Und es ist gleichzeitig mathematisch und logische Wortdeduktion in ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es würde jetzt viel zu weit gehen, euch das zu erklären. Das klingt ja nicht so spannend eigentlich. Finde ich total. Genau mein Spiel. Die hat uns das so toll näher gebracht, hatte auch so ein kleines Mikrofon, dass sie ein bisschen lauter reden oder zu hören war. Das ist ja, das fand ich auch richtig gut. Und haben 20 Minuten Probe gespielt und danach war es mit das beste Deduktionsspiel, was ich in einer meiner ersten Runden zuerst gespielt habe. Ich weiß nicht, ob sich das trägt, aber ich habe es mitgenommen. Und große Empfehlung, das mal anzutesten. Halle 4, glaube ich, stand von Allplay. Message in the Stars. Das wollte ich mir aber auch holen. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe da vor ein paar Wochen irgendwo ein Video gesehen, weil es gibt schon ein bisschen länger im englischsprachigen Raum. Man kann es aber mit deutschen Begriffen spielen und es ist vielleicht ein Tipp, es jetzt mal auszuprobieren. Der Titel habe ich das jetzt vielleicht ein Tipp, mal hinzugehen, das Probe zu spielen, weil die sind nicht ganz so leicht in Deutschland zu bekommen, wenn man halt aus den USA sonst bestellen muss bei Ordnung. So, sonst noch jemand irgendwas Geiles gezockt? Noch nicht, aber wir kommen ja gleich. Wir werden gleich noch ein bisschen was spielen. Letztes Ding, ich wurde noch mal darauf hingewiesen, ich soll auf alle Fälle euch noch mal sagen, dass bis Sonntag der Spieletastisch-Code gültig ist. 5% könnt ihr da holen. Wir kriegen auch ein bisschen was davon ab. Blenden wir jetzt auch gleich wieder ein. Und noch mal der weitere Hinweis, Spieletastisch ist nicht auf der Messe. Ich wurde von mehreren Leuten schon gefragt, wo der Stand ist, aber die sind diesmal nicht. Wo ist der denn nicht? Ja, die sind leider nicht da auf der Messe. Aber was, wie gesagt, da ist, eure Buttons bei Eurohell. Gerne auch. Gerne noch da. Ja, mal gucken, wie viel morgen sind oder übermorgen. Nein, ich habe das Gefühl, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt ausverkauft ist, diese Masse bleibt uns erhalten. Ich bin mal gespannt, ob es sich mehr verteilt. Messe. Messe, Masse. Ach so. Masse, ja. Messe. Bin mal gespannt. Masse, Messe, Molch. Also, das neue Spiel. Ich bin mal gespannt, ob es sich morgen mehr verteilt, dass viele Leute vielleicht ihre Must-Haves heute schon gesammelt haben und vielleicht morgen... Must-Haves von der Messe, Masse. Must-Haves, Messe, Molch, Molch, Masse. Merci. So, du musst mich fertig. Ich patsche im Kopf. So. Und es dadurch einfach weniger voll wirkt, auch wenn es voll wirkt.
und ist. Aber da bin ich mal gespannt, ob man einfach den Unterschied sieht, weil man weiß natürlich halt, dass die Leute am ersten Tag so ihre absoluten Top-Titel haben wollen. Gerade, glaube ich, in Halle 3 sind natürlich viele eher der begehrten Sachen. Ja, ich muss die ganze Zeit machen. Da sollten wir vielleicht morgen als erstes hingehen. Ja, machen wir. Mach mal. Macht mich müde. Ja, nice. Dann machen wir ein bisschen was, oder? Machen wir. Jo, so. Machen wir. Minzemolch für sein Shirt. Ich heb ab. Nickel nicht am Boden. Yes. Endlich wieder geschafft nach 2 Jahren. Tschüss. Ciao. Bist du gerade so?